Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei TV Total. Fantastische Gäste haben wir heute Abend und es gibt viel zu feiern. Ja? Das erfahren Sie dann im Laufe der Sendung, genau um was es da geht. Ich möchte erstmal eine Schlagzeile, die mich heute direkt angesprochen hat, war das hier. Wer ist Deutschlands Schwiegersohn Nummer 1? Und wer ist es? Unser Kai. Ja, unser Kai Pflaume. Und ich glaube, mit 23% ist Kai Pflaume auf dem ersten Platz gelandet. Ja, das heißt im Prinzip, die anderen 77 würden lieber selbst mit ihm in die Kiste gehen, als ihn seiner ihrer Tochter zu überlassen. Ja, dann ist, glaube ich, auf Platz 2 ist Jörg Pilawa, auf Platz 3 Oliver Geissen, dann kommt Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, Jens Riewer ist auch noch ganz weit vorne gelandet, allerdings auf der Liste der beliebtesten Schwiegertöchter. Ja? Und, ja. Und heute Abend sind die alle bei Beckmann zu Gast, glaube ich. Alle vier sind bei Beckmann zu Gast. Und ich wette, meine Damen und Herren, am Ende der Sendung sagt Beckmann zu irgendeinem der vier: Möchtest du diese Rose? Ja. Und wir haben zum Thema beliebteste Schwiegersöhne, haben wir mal unseren Starreporter Elton auf die Straße geschickt, um einige O-Töne einzufangen. Bitte schön. Oh. Kommen Sie mal ganz schnell von der Straße runter, das ist gefährlich. Hallo, guten Tag. Willen, ja, ja, guten Tag. Man muss ja aufpassen auf die jungen Hühner heutzutage. Ja. Da sagen Sie was, da kurze, sagen Sie was. Kurze Frage habe ich nur, und zwar Kai Pflaume. Ja. Ist ja Deutschlands beliebtester Schwiegersohn. Also die... Aber wir haben einen schon. Wir haben ja, aber jetzt Leute. Streichen Sie den mal. Was mit dem Kerner? Doch, der ist auch ganz gut. Ja. Ja. Ist Ihnen also egal, wie Ihre Enkelkinder aussehen? Wen wünschen Sie sich denn als Schwiegersohn? Ich als Schwiegersohn? Ja. Ich bin ja Schwiegersohn. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Ja. In Deutschland ist Kai Pflaume. Ja. Schon mal übersetzen. Kai Pflaume ist so gut, der Mann, diese... Deutsche Kai Pflaume. Er ist beliebtester Schwiegersohn in Deutschland. Das stimmt, ich mag ihn auch sehr. Das ist Kai Pflaume. Wen möchtest du denn mal als Schwiegersohn haben? Dann hieß ihre Tochter mit Nachnamen Pflaume, ob das gut ist. 이 사람이 성이 있잖아요. 자두예요. 그러니까 독일에서는 아시다시피 그러니까 사비감으로 딸의 성이 자두라는 게 마음에 드냐고 이제 물어봐요. 아, 자두? 그러니까 먹는 자두? 네, 먹는 자두. 네, dann lieber nicht. Wäre ich ein guter Schwiegersohn? Besser als der Pflaume? Oder Stefan Raab? Max? Ich finde den cool. Ja. Der Max, auf den sowas, auf der könnte. Ja, der ist zwar nicht hübsch, aber der kann gut singen. Aber der kann schlecht singen und sieht scheiße aus. Okay. Welcher Prominente sollte denn Ihre Tochter Mama nach Hause bringen? Vielleicht diesen hier? Um Gottes Willen. Das wäre nicht. Warum nicht? Was spricht dagegen? Das ist nicht mein Typ. Was ist denn von diesem jungen Mann hier? Nix. Wie ist das denn? Das ist doch. Wie heißt der? Nicht Dirk Bach. nee, ich weiß nicht. Dirk Bach, kennt. Ich komm nicht auf den Namen. Stefan? Ha? Ja. Super. Die beliebtesten Schwiegersöhne, Kai Pflaume auf Platz 1, zu Recht, wie ich finde. Dann, am Wochenende gab es was Großes zu feiern, und zwar 100 Jahre Wetten, dass, ja? Und, nee, 100. Sendung Wetten, dass, so war das, ne? Nein, auch noch nicht mal. 100. Sendung Wetten, dass mit Thomas Gottschalk, so war es. Thomas Gottschalk hat zum 100. Mal Wetten, dass moderiert. Ich habe ihm auch ein Geschenk geschickt, er hat sich noch nicht bedankt. Ich gehe mal davon aus, dass es in irgendeinem DHL-Laster verschwunden, ja? Auf dem Weg nach Valencia. Ja. Und ja, 100 Mal hat Thomas Gottschalk Wetten, dass moderiert. Und viele sagen schon, es wird Zeit aufzuhören und Zangen zu klauen. Ja? Am besten hat mir die Außenwette gefallen, falls Sie das gesehen haben. Und zwar diese Mumienwetten. Diese Mumienwette. Oder ging es um diese Mumien? Ja? Haben Sie gesehen? Mumien. Ja? Oder was? Mumien? Ja.
Ja, das waren die Mumien, nicht Kurt und Paola Felix, sondern der hat es nur moderiert. Ja? Um Mumien ging es. Die Leute mussten sich mit Klopapier einwickeln, ja? Oder mit Zewa-Rollen und Geschirrrollen, damit sie so aussahen wie Mumien. Ja? Und ja, perfekt mumifiziert hat man dann einige hundert gesehen. Und das hätte man einfacher haben können, oder? Einfach ein bisschen Uschi-Glascreme ins Gesicht geschmiert. Ja, dann wären sie die nächsten 10.000 Jahre mit Sicherheit nicht verwest. So, dann möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Gottschalk in die Sendung gekommen ist. Und zwar, er hat sich richtig fein gemacht. Ja? Die Hose war eine kleine Sensation. Wenn Sie mich fragen, schauen Sie sich das bitte an. Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Das ist echt, oder? Ich hab's immer gewusst, Gottschalk ist Linksträger. Ja. Der kann anziehen, was er will, der Gottschalk, oder? Die Spaghetti-Mütze bleibt immer gleich. Ja. Und natürlich gab es in der 100. Sendung mit Thomas Gottschalk die 94. Gabelstaplerwette. Ja? Und es gab da offensichtlich, weiß nicht, ein kleines Problem. Schauen Sie sich mal denjenigen an, der dem Gabelstaplerfahrer nützliche Hinweise geben soll. Schauen Sie mal. Was ist die Schwierigkeit eurer Wette? Ist es die Höhe? Ist es die Wackeligkeit des Turmes? Und wie seid ihr drauf gekommen? Seid ihr berufliche Gabelstapler? Ja, also ich bin Gabelstaplerfahrer. Und drauf gekommen sind wir eigentlich ein Bekannter von uns. Was ist das? Ja? Was wollte er sagen? Scheiße, die Uschi Grascreme brennt, ja? Uschi Gras, habe ich gerade gesagt, oder? Sollte vor der Sendung nichts nehmen, vielleicht. So. Aber erstmal, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen etwas zeigen aus Wetten. Das war meine Lieblingswette des Abends. Ja? Und zwar, ein Mann hat mit bloßen Händen ein Hanfseil zerrissen. Bevor er das aber tat, hat ihn Thomas Gottschalk noch gefragt, wie er denn auf diese Idee gekommen ist. Ja? Daraufhin sagt der Mann, das ist eine längere Geschichte. Und dummerweise sagt Gottschalk, na dann erzählen Sie die mal. Ja? Und für mich ja, war es ein schöner Moment. Und ich habe mir gedacht, geil, die Geschichte hört man doch gerne. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schauen Sie sich das hier an. In meiner Ausbildung als Kaufmann war ich tätig in einem Holzgroßhandel. Und damals war das mit den Azubis natürlich nicht so geregelt wie heute. Wir waren richtige Lagerarbeiter und durften ab und zu auch mal Kunden bedienen, was sich natürlich mit den Lehrjahren steigerte. Das war also in den Jahren 58 bis 61. Ja, wir haben jetzt 2006, also machen ja, wir weiter. Ja, ist richtig. Ja. Und dann, wenn die Handwerker kamen, vor allen Dingen Malermeister oder Fußbodenverleger und. Klempner. Nee, Klempner nicht. Klempner nicht, nein. Die brauchten keine Leisten. Ja. So, wir sind also jetzt... All die Leute, die Leisten brauchten, mussten natürlich bedient werden. Und damit diese Leute damals auf ihrem Gepäckträger oder auf einem Hänger die Leisten auch problemlos transportieren konnten, mussten die festgebunden werden. Denn es gab damals noch kein Klebeband, wie man das also heute macht. Und jedes Mal, wenn ich ein Stück Kordel brauchte, dann war natürlich das Messer weg. Und... um ein neues Messer zu bekommen, musste ich 150 Meter durch die Halle latschen und da wird man faul. Und dann ist mir eingefallen, verdammt, das war eine ganz dünne Kordel, ja, also ganz dünn. Ne? Mach ja. Zügig, sonst ja. In der Stunde ist sie schwanger. Also, und, okay. Und da habe ich angefangen, diese Kordel durchzureißen und aus Neugier. Also die Hände wurden immer kräftiger, es haben sich Hornstellen gebildet und aus Neugier wollte ich wissen, wie weit kann man das treiben. So. Fertig? Geil, oder? War das eine Story oder nicht? Das hat mir Spaß gemacht.
Hanf scheint eine beruhigende Wirkung zu haben, oder? Ja. Den jungen Mann, bei uns in der Redaktion nennt man diesen jungen Mann nur noch, wir nennen ihn, seit heute Morgen nennen wir ihn Häuptling Schnelle Zunge. Ja. Können wir die Wette mal sehen? Und dann gab es natürlich diese fantastische Wette, wie er mit bloßen Händen dieses Hanfseil zerreißt. Schauen Sie sich das hier bitte an. Top! Die Wette gilt. Oh ja, in 10 Sekunden. 10 Sekunden, ja? Und dafür erzählt er eine halbe Stunde, wie er darauf gekommen ist. Das muss er sich mal reintun, oder? Ich habe mir auch mal so ein Seil besorgt. Hier, das ist immer schwierig bei diesen Seilen. Ist das ein echtes Hanfseil hier? Ja? Gib das Hanfseil. Na, na, na. So, pass mal auf, mal gucken. Wer hat das gemacht? Hier so? Das ist, glaube ich, nur die Technik, weil vorher hat so ein Gewichtheber versucht, das zu machen. Und die haben natürlich das Seil immer so gespannt und versuchen, das so zu sein. Aber dieses Rucken ist einfach, glaube ich, das, was es möglich macht, dieses Seil zu zerreißen. Meine Damen und Herren. Und deswegen werde ich es jetzt auch mal bringen. Er hat gesagt, wichtig ist, dass man die Länge hat. Ja? Achtung. Und jetzt immer. So. Ich schwöre Ihnen, ich habe das vorher nicht mit dem Messer angesägt. Wie kriege ich das wieder rein? Ach so, weg. So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Eiskunsttanz, heißt es so? Eistanz, Eiskunsttanz. Und zwar in der ARD. Am Wochenende in Dortmund haben die Weltmeisterschaften stattgefunden. Und der Reporter flippt dermaßen aus, als das passiert, worauf Deutschland seit 30 Jahren gewartet hat. Nämlich endlich mal wieder eine Medaille in dieser Disziplin. Der flippt so aus, als hätte er gerade als erster Mensch seit 100 Jahren in der Wüste Gobi eine Wasserader entdeckt. Ja? Das müssen Sie sich geben. Schauen Sie sich das hier an, bitte. Bronze! Bronze für Winkler Lohse! Das ist unglaublich! Ich bin sprachlos! Ich bin sprachlos! Ein bisschen so wie 1954 bei der Weltmeisterschaft, oder? Tor! Was Sie nicht wissen, meine Damen und Herren, Bronze ist im Eiskunstlauf mehr wert als Gold. Ja? Deswegen ist er so ausgeflippt. Und es ist natürlich eine fantastische Leistung, denn zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine Bronzemedaille in dieser Disziplin für ein deutsches Paar, meine Damen und Herren. Und die sind heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Kathi Winkler und René Lohse. René Lohse und Vorsicht, es geht los. Ja. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal, seit 30 Jahren das erste Mal wieder eine Medaille in dieser Disziplin, ist das richtig? Im Eistanzen seit 31 Jahren, nach den Geschwistern Buck, Buck. Nach den Geschwistern Buck? Buck, Buck. Buck, Buck? Heißen die so? Die hießen so, die ja. Hießen so. Oder die heißen so, ja. Kann man sich an die überhaupt noch erinnern? Gibt es Fotos von denen? Oder gab es Fotos zu der Zeit? Also es gab sicherlich Fotos, ja, zu der Zeit und wir haben sie auch persönlich kennengelernt, ja. Tatsächlich? Ja. Warum gab es in der Zwischenzeit keine Medaillen? Warum waren wir so schlecht? Weil die Konkurrenz vielleicht zu stark war. Nein, also es ist wirklich eine russische Dominanz gewesen über viele, viele Jahre. Ah, okay. Die Russen sind es wieder schuld. Ja. Vorher die Sowjetunion, jetzt sind es die Russen gewesen. Ja. Ist aber doch schön, dass dann zwei Mitglieder der Bundeswehr endlich mal wieder in diese Phalanx einbrechen, oder? Ja. Ihr seid beide bei der Bundeswehr? Ja. Bei der Oberfeldwebel in der Bundeswehr. Ach, oh! Ja. Auf Feldwebel. Du auch? Mhm. Oh. Die Jungs hören auf mich. Die Jungs hören auf dich? Was bist du denn, Ausbilder oder was? Nein, wir haben ja gar nicht so viel zu tun jetzt in der Bundeswehr. Wir machen hauptsächlich unseren Sport, ja, aber haben die ganzen Ausbildungen auch machen müssen. Aber wer ist der Erste geworden dieses Jahr? Russen. Die Russen wieder. Ach, ich werde beklagt. Ja. Und Zweiter? Bulgaren.
Die Bulgaren, ja. Die können auch Eislaufen. Das können die auch, ja. Er ist aber auch ein Russe. Er ist auch ein Russe? Ja, er lebt aber schon lange in Bulgarien. Ich weiß nicht, ob er einen bulgarischen Pass hat. Auf jeden Fall darf er für Bulgarien starten. Ja. Ihr trainiert dann wahrscheinlich auch sehr viel zusammen. Es ist ja was anderes, Eiskunstlauf und Eistanz. Ja. Oder? Das ist richtig. Das ist Paar Eiskunst, eins Tanz macht ihr. Was ist der Unterschied zum Paarlaufen, zum Eiskunstlauf? Also wir werfen nicht und springen nicht, wir schwingen mehr die Hüften. Ah, okay. Also es ist mehr so Cha-Cha-Cha auf dem Eis im Prinzip. Wir machen auch Hebungen, Hebefiguren und Pirouetten, aber vor allem springen. Was macht ihr? Pi? Pirouetten. Da stellt sich nämlich die Frage, wie heißt es? Wie sagt ihr? Pirouetten. Und du? Pioretten. Ich hatte schon mal Eiskunstläufer hier zu Gast, ja. Die waren sich auch nicht einig, ob es Pioretten oder Pirouetten heißt. Dann sagen wir doch Spin. Ja, Spin ist auch gut. Das heißt aber, glaube ich, Pirouette. Ja? Und nicht Piorette, ist ja egal. Jedenfalls, ich möchte euch noch was zeigen, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Ich glaube, vor der Damen-Einzeldisziplin war ein junger Mann, der sich damit auf das Eis geschlichen hatte, der da eigentlich nicht hingehörte. Das hat mir sehr gut gefallen. Schauen Sie mal her. The Golden Girl, The Queen on Ice und sonstige Titel, die es in Amerika gab für Michelle Kwan. Fünfmal Weltmeisterin. Und was ist hier? Oh Gott, was ist hier los auf dem Eis? Ach du Mist. Was ist denn jetzt los? Ach du Mist. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Da hatte sich so, was ist das, wie nennt man das? Ein Flitzer. Hat es auch bisher noch nicht gegeben. Vom Fußballplatz kannte man das, ja. Und haben natürlich die Securities versucht, den vom Eis zu bekommen. Habt ihr das mitbekommen? Ja, haben wir mitbekommen. Dann waren natürlich die ganzen Sicherheitsleute, haben dann versucht, ihn vom Eis zu holen, hatten aber selbst nur Schuhe an. Das hat sich etwas schwierig gestaltet. Ja, schauen Sie mal hier. Goldenplace.com. Also das habe ich ja mein Leben lang noch nicht erlebt. Also, verrückte Leute gibt's. Immer wieder. Und das vor der Kür von Michelle Kwan. Gott sei Dank kann es Michelle Kwan mit einem Lächeln entnehmen, aber ohne Schlittschuhe sind die Herren natürlich ein bisschen machtlos vor dem Herrn da. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Jetzt greift ihn doch mal, Manches-Kinder, macht euch nicht lächerlich. Aber ohne Schlittschuhe fallen die natürlich auch gleich auf die Klappe. Super, oder? Ja, das ist mal großer Sport. Super, oder? Vielleicht hätte man versuchen sollen, ihn mit einem Puck zu erwischen. Ein bisschen aus der Entfernung. Super. Eiskunsttanz, sagt man so? Eistanz. Eistanz, ja. Ist es in der Trainingsphase genauso aufwendig wie Eiskunstlauf? Oder dadurch, dass man sich die Sprünge erspart, braucht man da nicht so viel zu machen? Also es ist sogar fast noch aufwendiger von der Zeit her, weil wir müssen sehr, sehr viel zusammen trainieren und das ist auch alles parallel und seid gleich. Seid ihr denn auch privat ein Paar? Nein. Nein? Nein. Das hat man ja oft früher gehabt, oder? Früher war das ja so. Ja, die Russen sind auch verheiratet. Die Russen sind auch verheiratet, ja, natürlich. Man muss ja nicht alles nachmachen. Nee, genau. Das heißt, ihr verbringt aber viel Zeit miteinander wahrscheinlich und seid viel unterwegs in der ganzen Welt. Was gibt es jetzt für Ziele zu erreichen? Jetzt wollen die Leute wahrscheinlich mehr, oder? Jetzt heißt es Olympische Spiele in Turin als nächstes. Ist denn Eistanz auch olympisch? Ja, seit 1976. Ah, okay. Ja, dann werden da wahrscheinlich die großen Hoffnungen auf euch gesetzt. Ich habe ja auch mal Eiskunstlauf ein bisschen probiert. Eistanz, kann man eigentlich sagen. Das haben wir gesehen. Und ich habe allerdings, das war wirklich etwas unglücklich, als ich das probieren wollte, da habe ich, am Anfang mache ich immer so eine Moderation für die Kamera, um kurz zu sagen, was passiert. Und genau in diesem Moment habe ich mich direkt am Anfang hingelegt und mir dermaßen den Fuß verstaucht, dass ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Diesen fantastischen Ausschnitt möchte ich Ihnen nochmal zeigen. So, hier bin ich. Kein Scherz, ihr habt echt verknackst. Ihr zieht sich hier mit diesem Schwuchtelklamotten. Ja. Das heißt nicht umsonst Rab in Gefahr. Ja, mehr will ich Ihnen da nicht zeigen. Das war schon erniedrigend genug für mich. Ihr habt die
Die erste, erstmalig die Höchstnote bekommen, oder? 6,0 in der B-Note. Ja. Wie viele 6,0 waren es? Eine. Eine, aber ist immer besser als keine. Unseres Lebens auch. Ja. Ja, dann wünsche ich weiterhin viel, viel Erfolg. Ja. Und welcher Wettkampf kommt als nächstes? Wir haben jetzt erstmal nur ein paar Shows demnächst, weil die Saison ist erstmal vorbei. Also sieht man die auch bei Holiday on Ice und sowas? Sowas ähnliches. Also zunächst so eine, wir haben jetzt Deutschland-Tournee und dann wird vielleicht Ende des Jahres die Katharina Witt wieder durch Deutschland touren. Dann gibt es die ARD-Gala und zu Weihnachten Silvester und gut, so. Da sieht man euch dann übers Eis flitzen mit nacktem Oberkörper. Ja, ich wünsche jedenfalls weiterhin viel Erfolg. Schön, dass es endlich mal wieder eine Medaille für Deutschland gegeben hat. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Kathi Winkler und René Lohse. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der selbst auch jahrelang als Eiskunstläufer in der Branche bekannt war, bevor er sich dann entschlossen hat, Musik zu machen, Filme zu machen, Bücher zu schreiben, Instrumente zu spielen. Und können Sie sich gar nicht alles vorstellen, was der Mann alles macht. Begrüßen Sie recht herzlich den einzigartigen Helge Schneider. Der wunderbare Helge Schneider. Sehr gut, ne? Nimm Platz, nimm Platz. So in diesem Outfit habe ich dich selten gesehen. Ja. Kurze Frage, ist es neu? Das ist neu, ein paar Tage alt. Ja. Dortmund, Schaufenster. Nur die Hose oder das Hemd? Hemd und Hose. Und Hose auch? Hast du gleichzeitig gekauft? Gleichzeitig, habe ich gedacht, sind noch 5 € runtergegangen. Aber sowas gibt es im Moment noch? Ist das ein neuer Laden? Also ist das neu oder ist das gebraucht? Ich habe sowas auch noch nie gesehen und habe gedacht, das war auch ein Einzelstück. Ja. Und muss ab und zu mal nicht mit der Mode gehen, sondern Trendsetten. Also, dass man also praktisch jetzt kommt der Sommer. Okay. Hat das einen Namen? Wie heißt das? Netzhemd ist es ja nicht direkt. Hemd. Ein Hemd. Ja, steht dir gut, ist luftig auch. Ja, aber sonst, man kennt dich ja, du trägst ja gerne Anzug sonst. Ja, jetzt ist aber mal die Zeit vorbei. Gut. Ja, ich muss jetzt mal auf die ganzen Sachen zu sprechen kommen, die du alle machst. Du bist auf Tour im Juni wieder. Du hast einen Film gemacht, du hast ein Buch geschrieben. Gibt es noch was ich erwähnen müsste? Muss ich kurz mal überlegen. Warte mal, war da noch was? Weiß ich jetzt nicht. Also. Ja. Der Film heißt Jazzclub _ oder Gedankenstrich? Bindestrich. Bindestrich. Jazzclub _ Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja? Was erwartet uns in dem Film, der so heißt? Das lässt ja zumindest sehr viel offen erstmal, oder? Ja, das soll auch ziemlich viel offen lassen. Was mich erwartet, ich weiß selber noch nicht genau. Ich habe den Film noch nicht ganz gesehen. Bitte? Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe über Telefon dann noch die letzten Schnitte praktisch vorgeschlagen. Und der kommt aber auch schon übermorgen in die Kinos. Kommt übermorgen ins Kino. Übermorgen ist Premiere und ich glaube, am Donnerstag ist dann der erste Kinotag. Ja. Und es ist ein Film über einen Jazzmusiker. Und der Film ist ein bisschen melancholisch, kann man sagen, weil er einen Hauch von autobiografisch. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an. Ein Hauch von autobiografisch ist, ja. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an, den ersten Ausschnitt. Wir haben zwei Ausschnitte, die durften Sie auf keinen Fall verpassen, meine Damen und Herren. Hier ist der erste Ausschnitt. Bitte schön.
Ich muss Zeitung austragen. Ja, das ist einer der Ausschnitte. Wir zeigen Ihnen gleich noch einen Ausschnitt, meine Damen und Herren, aus Jazzclub. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, kommt gut an. Aber wir haben gleich noch einen Ausschnitt, meine Damen und Herren, der kommt noch besser an, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Jazzclub, der frühe Vogel fängt den Wurm, den sollten Sie sich unbedingt angucken. Wir machen angesprochen kurz. Was heißt das autobiografisch in diesem Fall? Ja, ich bin ja auch Musiker. Ja. Naja, ich will jetzt nicht so viel reden wie der eben mit dem Seil. Vielleicht sollen wir uns einfach noch einen Ausschnitt angucken. Ja, gute Idee. Ja, du spielst mehrere Rollen in diesem Film wieder? Nee, eigentlich nicht. Ich spiele nur den, also der Teddy, der Protagonist des Films, hat mehrere Berufe, um sich über Wasser zu halten. Ach so. Das sieht dann so aus wie mehrere Rollen. Der ist zum Beispiel auch Callboy oder sowas. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Und Arzt. Und Arzt, genau. Ach so, das ist dann eine Doppelrolle, das ist er nicht selber. Aha, also doch, doch eine Doppelrolle. Ja, ich habe es vergessen. Ich weiß es Gott sei Dank, meine Damen und Herren, denn ich bin wie gewöhnlich gut vorbereitet. Hier ist der zweite Ausschnitt aus... Ja, der ist super, der Ausschnitt, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich freue mich schon, den jetzt zu sehen. Ja, ich weiß ja nicht. Einer meiner Lieblingsausschnitte. Ich weiß nicht, welcher kommt. Ja, und zwar der zweite Ausschnitt. Hat ja keinen Namen, der Ausschnitt. Und jetzt? Machen Sie mal auf. So ist es noch jetzt. Wir machen mit mal Finger rein. Reinstecken? Nein, Finger auch. Ja, die dürfen alle Finger. Pass mal auf, ich erkläre Ihnen mal anhand dieses Plastikgehirns, wie die Gehirnzonen aufgeteilt sind. Wir haben vier Parteien, sagt man mal. Hier, gucken. Kacken, packen, picken. Gucken, kacken, packen, picken. Gucken, kacken, packen, picken. Gucken, kacken, packen, picken. Picken, packen, gucken, kacken. Mehr brauchen wir nicht. Jetzt, man will Hände richtig in meine Arme machen. Ja. Wie heißt der Typ? Professor Henry. Professor Henry. Professor Henry. Ja. Ab Donnerstag im Kino Jazzclub, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du so ein Drehbuch schreibst? Oder schreibst du überhaupt ein Drehbuch? Ich habe zusammen mit einer Kollegin, mit Andrea Schumacher, das Drehbuch geschrieben. Und zu zweit ist es immer ganz gut. Dann wird man ein bisschen gebremst. Dann wird dann auch, beispielsweise, wenn ich alleine ein Drehbuch schreibe, ich habe mal eins geschrieben, das hieß Der Gummimann. Es fängt direkt an mit einem Ölfleck auf der Autobahn und einer Massenkarambolage mit über 1000 Autos. Und das ist zu teuer. Deshalb ist ganz gut, wenn da immer jemand ist und sagt, nee, guck mal, das kann man doch jetzt nicht verwirklichen. Im Film kann man ja eigentlich nicht so viel machen, wie zum Beispiel, wenn man irgendwas erzählt. Das ist richtig. Ja. Wie zum Beispiel in einem Buch. Richtig. Ja. Und da hätte ich eins parat, und zwar das neue Helge Schneider-Buch. Ist das System, dass du alle Sachen auf einmal auf den Markt wirfst? Oder nee, ist nicht hast du einfach System. Keine Ahnung vom Geschäft? Ich habe. Mich interessiert das Geschäft nicht. Okay, alles klar. Das ist das neue Buch von Helge Schneider. Es heißt Aprikose, Banane, Erdbeer, Kommissar Schneider und die Satanskralle von Singapur. Ja? Ein etwas längerer, das ist aber der Haupttitel, Aprikose, Banane, Erdbeer, oder? Ja, ja. Pass auf, ich glaube, ich habe das Buch geschrieben, damit nicht
jemand denkt, ich würde das Buch zum Film schreiben wollen. Da habe ich den schnell gesagt vom Buchverlag, ich schreibe lieber ein anderes Buch. Also das Buch hat mit dem Film gar nichts zu tun? Nein, nein, das finde ich immer blöd, dieses hier, diese Vermarktung von Kunst da. Ja, ja. Herr der Ringe zum Beispiel, dann das mit den Ringen. Ja, selbstverständlich. Ich lese nochmal hier über das Buch. Hier steht ein kleiner Kommentar über das Buch am Anfang. Der erste Satz sagt eigentlich schon alles. Ja? Es geht wieder los. Kommissar Schneider ermittelt wieder und kriegt zum Schluss alles raus. Ja, das ist eigentlich. Damit ist im Prinzip beschrieben, was in dem Buch passiert. Spielt es in Asien? Auch. Möchtest du. Soll ich? Du erinnerst mich ein bisschen jetzt an. Wie heißt denn die von dieser einen Band da? Hier, give it to me, baby. Du musst jetzt machen, aha, aha, mach mal. Offspring. Offspring, ja, genau. Wie einer von The Offspring, siehst du. Kennst du gar nicht. Nee, kenn ich nicht. Erklär kurz, um was es in dem Buch geht. Oh, das ist sehr schwierig. Ja. Oh, das ist sehr schwierig. Es geht um einen Verbrecher, der zunächst erstmal über die Hälfte des Buches noch im Gefängnis sitzt oder im Zuchthaus. Ja. Und dann erst flieht. Und ganz zum Schluss heftet sich der Kommissar an seine Fersen. Der Ausgang ist ungewiss. Und so soll es auch bleiben. Ja. Denn so ist auch das Leben. Stefan. Oh. Bist du auch jemand, der dann so auf Lesereise geht? Ja, ich gehe gerne auf Lesereise. Ich habe gestern zum Beispiel gelesen in Leipzig. Dann liest du sitzt in einer Buchhandlung? Buchhandlung oder gestern war in so einem Keller. Ja. Und da liest du dann aus deinem Buch vor? Da lese ich 2 Stunden vor. Das ganze Buch? Nee, die Hälfte. Also. Ich sag dann nach 2 Stunden... Achso, die sollen es ja auch noch... Ja, die kriegen dann Angst. Nach 2 Stunden sage ich dann immer so... Jetzt möchte ich das Hanfseil zerreißen. Zum Beispiel. Nein, ich sag dann so, jetzt haben wir die erste Hälfte ja gelesen. Und dann denken die, es dauert noch 2 Stunden. Aber ich könnte jetzt hier, sagen wir mal, das halbe Buch lesen, wenn du möchtest. Ein Stück? Aber ich glaube, die Zeit würde nicht reichen. Aber ich könnte irgendwas lesen. Ja. Zum Beispiel, du hast ja eben die Teletubbies, die haben Geburtstag, 500 Jahre ja. Oder 50 Jahre, nee. Fünf Jahre Teletubbies. Ja. Da ist eine Stelle mit den Teletubbies, hast du die da drin? Nee, weiß ich nicht, du musst kennst. Ich muss mal gucken. Ja. Na, das Krokodil, Hilfe Kasper, hilf mir, ja Großmutter. warte mal, ein dunkelblauer Peugeot 605 mit geplatztem Heizungskühler. Das ist ekelhaft, wie konntest du unangemeldet kommen? Da ist doch klar, dass das schief gehen kann. Schnell, der Schleudersitz. Vor 3 Jahren hatte er ihn sich beim Bosch-Dienst einbauen lassen. Aus einem alten Phantomjäger rausgeschraubt, während einer Nacht dann in seinem Auto eingebaut. Gute Sache damals. Der Pilot flog ohne seinen Schleudersitz rum, ohne es zu bemerken. Denn Kommissar Schneider hatte ihm seinen Fernsehsessel mit Massagemotor reingestellt. Und einfach mit Tesafilm am Fußboden des Flugzeugs festgepappt. Als der Pilot dann mal wirklich den Schleudersitz brauchte, drückte er auf den dafür vorgesehenen Knopf und wurde schön am Rücken durchmassiert, bevor die Maschine auf den Feldern von Bauer Schürmann aufschlug. Der Kommissar schaute mit dem Fernglas zu, zufällig. Er wollte noch helfen und rief dem Piloten vom Boden aus zu, er solle rausspringen, mit den Armen flattern. Wie der Kommissar es ja auch selber gut konnte, zu spät. Wo war das denn hier mit den Teletubbies? Ja, weiß jedenfalls nicht. Kommt jetzt, aber ja, ja. Gleich mal hier. Wenke Mürre singt ein Lied. Soll ich vielleicht kurz? Warte mal. Ja, was denn? Kurz zwischendurch schon mal das 5-jährige Teletubby-Jubiläum einleiten. Ja, könntest du machen. Ja. Seit du Costco Teletubbies mal geguckt? Gerne, ja. Ja. Ich guck, manchmal gucke ich ja. Teletubbies. Also seit 5 Jahren gibt es die Teletubbies jetzt mittlerweile. Heute feiern wir 5-jähriges Teletubby-Jubiläum. Erstaunlicherweise ist es auch genau dieselbe Zeit, seit der Uwe Hübner vom Bildschirm verschwunden ist. Denken Sie mal drüber nach. Ja, und, wer war das denn noch? Uwe Hübner, weißt ja. Das, so Schlager. Ja, der steckt jetzt da drin. Uwe, ne? Wo? Ja, hier, Gratulation. Teletubbies werden 5 Jahre alt und man weiß gar nicht, wie lange so Teletubbies, was haben die denn für eine Lebenserwartung? Ja, nicht, dass irgendwann heißt hier, oh oh, Sterbi, ja. Sterbi. Ja? Wenn die Motten drin sind. Wenn die Motten drin sind, ja. Und was vielleicht viele nicht wissen, man weiß das ja, man kennt es von so großen Bands wie den Beatles zum Beispiel, da gab es irgendwann mal einen 5., der aber rausgeflogen ist oder ausgestiegen ist, bevor es dann zum großen Erfolg kam. Und so ähnlich war es auch bei den Teletubbies. Es gab einen 5. Teletubby.
Ja? Und was dem zugestoßen ist in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, das haben wir hier mal in einem kleinen Beitrag für Sie zusammengefasst. Schauen Sie bitte. Die Teletubbies feiern ihren 5. Geburtstag und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Millionen von Kindern bringen Lala, Po, Dipsy und Tinky Winky Tag für Tag Freude ins Wohnzimmer. Die 4 knuffigen Fernsehstars muss man einfach ins Herz schließen. 4 Freunde, die jedes Kind mag. 4 Teletubbies? Von wegen. Ursprünglich waren die Kinderstars nämlich zu 5. Aber der 5. der Teletubbies wird in der Glitzerwelt der Fernsehmacher natürlich nur zu gerne totgeschwiegen. Nach knallharten TV-Total-Recherchen haben wir ihn gefunden. Und das ist nicht Lala und nicht Dipsy, sondern Wixi. An seinen bekannten Geschwistern kann Wixi allerdings nichts Knuffiges finden. Diese arroganten Arschlöcher, ein Leben mit allem Schnickschnack, Kohle ohne Ende. Und was krieg ich? Nen Scheißdreck krieg ich. Nicht einer seiner bekannten Geschwister unterstützt das schwarze Schaf der Familie. Ein gut bezahlter Job in einer Bank oder einer Versicherung, das wäre Wixis Traum. Aber mit seinem Äußeren undenkbar. Einmal hatte er einen Job, bei dem er durch die Verkleidung nicht auffiel. Ein Desaster. Er wurde nie wieder engagiert. Seitdem schlägt sich Wixi als Kleinkrimineller durch. Für ein paar lächerliche Euro ist Wixi schon x-mal straffällig geworden. Auch hier ist der vergessene Teletubby oft zu finden. Ganze 10 Euro bekommt Wixi hierfür, wenn ihn der Freier nicht wieder mal prellt. Vergessen, das ist inzwischen alles, was Wixi noch hinkriegen möchte. Sein einziger Freund ist Jürgen, ein Kioskbesitzer. Hier kriegt Wixi ab und zu mal einen Happen zu essen. Allerdings so ganz freundschaftlich ist die Beziehung auch nicht. Nein, zuerst musst du mir den Teletubby machen. Winke, winke. Und selbst sein Lied, das er irgendwann mal geschrieben hat, als er sich wieder einmal verdammt einsam fühlte und das er immer wieder spielt, wurde von seinen Geschwistern gestohlen und zu einem Charterfolg, der wieder nur einmal den 4 die Millionen zufliegen lässt. Wixi, die bedrückende Geschichte eines Verlierers und einer Geschichte, die wieder einmal zeigt, wie nah Licht und Schatten in der grausigen Welt des Fernsehens beieinander liegen. Traurig. Aber ja. Das macht betroffen. Das macht sehr betroffen. Traurig. Wir haben eigentlich kaum noch Zeit. Willst du noch kurz ein Stück vorlesen? Ja, ganz kurz eben. Ganz kurz. Den Teil. Lies schnell. Ja, gut. Ja. Radieschen schmückten den Teller mit der Fleischwurst. Daneben lag die Schnitte schon mit Butter drauf. Kommissar Schneider ließ es sich schmecken. Eine Tasse Hagebutten-Tee dampfte mit Eleganz bis an die Lampe, die über einem kleinen Tischchen angebracht war. Im Krankenhaus war es angenehm zu frühstücken. Sein Zimmernachbar war soeben eingeliefert worden, er war die Treppe heruntergefallen. Sein Gesicht war blaugrün angelaufen und matschig, auf der Stirn eine 10 cm hohe Beule. Er schrie die Schwester an, als sie ihm die Pfanne wegzog. Kommissar Schneider guckte auf seine Armbanduhr. Gleich 9, da kommen die Teletubbies. Seine Lieblingssendung im Fernsehen. Aufgeregt nestelte er an der Fernbedienung herum, die gleichzeitig Telefon war. Da war der Kinderkanal. Gerade hatten sie mit der Sendung angefangen, die Figuren hopsten aus ihrem Bunker. Kommissar Schneider verzog sein Gesicht zu einem Grinsen, er zeigte auf den Fernseher und sprach die einzelnen Passagen mit. Zeit für Tinky, Winke, Winke, Zeit für Tinky, Winke, Winke und so weiter. Als die Sendung vorbei war, stand er aus seinem Bett auf, machte sich schnell fertig, um zu gehen. Ein Hustenanfall von gigantischer Wucht riss den neu angekommenen Patienten auf den Fußboden. Als die Ärzte kamen, war nur noch der Tod festzustellen. Kommissar Schneider ging, drehte sich aber noch mal um und sagte zu dem gerade Gestorbenen,
Zeit für Herrn Datos, so hieß er, winke, winke. Zeit für Herrn Datos, winke, winke. Dann flogen seine Füße über den langen Flur. Den Ausgang sah er nicht. Wo war er denn? Seine Brille verriet es ihm zuletzt. Verdammte Augen, wo waren sie geblieben, die Jahre? Ja. Aprikose bei meiner Herr Kommissar Schneider und die Satanskralle von Singapur. Und gehen Sie auch in den Film Jazz Club, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn das nicht erfolgreich wird, dann weiß ich es nicht, Herr Schneider. Jetzt müssen wir kurz eine Schalte machen zu meiner Kollegin Barbara Schöneberger, die direkt nach TV Total mit Blondes Gift kommt. Barbara, kannst du mich hören? Wer ist zu Gast heute bei dir? Hallo Stefan! Hallo! Wusstest du schon, heute ist Tim Sandertag bei Pro7. Warum ist er nicht bei dir in der Show zu Gast? Da ist wohl ein kleines Loch entstanden. Man kann nicht in jeder Sendung sein. Richtig. Er war heute mit 4 Sendungen im deutschen Fernsehen vertreten. Darüber werden wir gleich sprechen. Und über vieles andere auch. Ja. Warum gucken die uns nur so komisch an? Keine Ahnung. Na, ich weiß es nicht. Bis gleich. Bis gleich. Barbara Schöneberger und Tim Sander feiern offensichtlich auch 5-jähriges Teletubby-Jubiläum. Und ja, das war's für heute. Morgen bei uns zu Gast, ja, eine explosive Mischung, meine Damen und Herren. Oli P. und Anastasia. Tschüss, Helge. Tschüss. Das war's für heute. Helge Schneider.